Heizweste, das Ende aller Probleme beim Bogenschießen im Winter. Ist es so, wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es einmal um das Thema Heizweste. Ihr alle wisst, im Winter, wenn die Temperaturen fallen, wird es immer ein bisschen schwierig mit der Kleidung. Man hat dann diese Winterjacken an, das behindert da oben irgendwie, das ist Baumstick, das ist einfach nicht so leibend zum Schießen. Von daher habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle mir halt einmal eine Weste, eben mit dem Gedanken, okay, wenn ich da beheizt bin, kann ich mir einfach einen normalen Pullover drunter anziehen und habe meine Bewegungsfreiheit zum Bogenschießen. War recht abenteuerlich, diese Weste zum kaufen, nicht weil sie schwer zum kriegen war. Ich habe einmal beim großen Online-Händler die Seiten aufgemacht, habe eingegeben, eben Weste, Heizweste, und dann sind einmal, weiß ich nicht, 5000 Vorschläge von Heizwesten gekommen, und da gibt es ja überhaupt nichts, dass man sich irgendwie einen Überblick verschaffen könnte, habe ich das Gefühl. Also es gibt 16 Millionen Heizwesten, die alle gleich ausschauen, mit unterschiedlichsten Herstellernamen. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie, wie bei diesen ganzen Entfernungsmessern, so bei diesen günstigen, also wo quasi ein Produkt mit vielleicht kleinen Designänderungen oder so mit unterschiedlichsten Namen eben vertrieben wird. So wie es vielleicht auch bei manchen Pfeilen ist, beim Bogenschießen, weiß ich nicht, egal, anderes Thema. Ja, jedenfalls habe ich dann so ein bisschen durchgeklickt, ein bisschen Rezensionen gelesen, Preisklasse geht auch von, weiß ich nicht, 40 Euro bis ein paar 100 Euro bei den Heizwesten. Man dachte, ich probiere mal eher was Günstiges, habe mir eben dann diese Heizweste bestellt. Einen Link habt ihr eh in der Videobeschreibung. Prinzipiell diese Heizweste hat eben da hier vorne zwei so Infrarotheizspiralen, keine Ahnung wie man sagt, und hinten im Rücken rauf hat es eben auch diese Heizelemente drinnen. Ihr seht, man kann die da in drei verschiedene Stufen einstellen, Telefon. So, die Jacke hat da zwei Schalter, das heißt man kann vorne und hinten extra bedienen, drei Stufen, warm, mittel, kalt, hinten natürlich dasselbe. Der Akku von dem Ganzen hat da so eine kleine Tasche, da steckt eben dann dieser Akku drinnen. So, wie zufrieden bin ich jetzt mit diesem Teil? Prinzipiell ist es so, also heute haben wir sowieso einen schönen Novembertag, wir haben so knapp 10 Grader. Ich habe es am Anfang vom Parcours Auftrag gehabt auf volle Stufe. Da waren wir dann schon fast zu warm, dann habe ich es wieder abgedreht. Also das heißt, bei 10 Grad eigentlich genügt mir eh normal der Pullover und das Gelee. Gestern habe ich es angehabt beim Bogenschießen am Scheibenplatz bzw. bei einem Kurs. Das heißt, was wurde mir jetzt selber nicht so viel bewege. Da haben wir gehabt so um die 5-6 Grad, wie ich angefangen habe. Und der Wind ist auch immer so ein bisschen gegangen. Da war es so am Limit für mein Empfinden, da habe ich drunter angehabt eben auch diesen dünnen Pullover, und unter dem Pullover habe ich noch ein normales T-Shirt an. Konnte man jetzt natürlich sagen, okay, die haben wir Unterwäsche und da vielleicht ein bisschen was, ein bisschen einen dickeren Pullover, dass da ein bisschen weniger Wind zu wie geht. Habe ich dann so gelöst gehabt, dass ich mir einfach über das Gelee, ich habe so eine Outdoor-Regenjacke, anzogen habe. Die habe ich zugemacht. Das war dann wieder angenehm, weil die Jacke ist relativ winddicht und die Wärme bleibt dann auch irgendwie besser drinnen, habe ich das Gefühl gehabt. Das heißt, das war dann wieder okay. Also ich würde jetzt sagen, so für mein Empfinden mit einer gescheiten Unterwäsche, da statt diesen dünnen Pullover vielleicht auch ein bisschen was Funktionswäschemäßiges. Und eben der Heizjacke, würde ich sagen, bis 0 Grad wahrscheinlich komme ich relativ gut durch. Eventuell mit der dünnen Outdoorjacke noch drüber, dass das ein bisschen besser isoliert, wo ich mir dann immer noch genug bewegen kann, bis knapp unter 0, aber viel weiter runter würde ich nicht mehr gehen. Ich werde es jetzt ausprobieren, eigentlich habe ich gehofft, dass es seitdem ein bisschen kühler ist, dass ich das ein bisschen sehe, aber ich werde euch dann berichten, wie es halt bei Minusgrade ist. Wie gesagt, für die Übergangszeit, wo man jetzt eben so, wo es gerade einmal ein bisschen wärmer ist in der Sonne und im Schatten wieder ein bisschen kühler, ist es natürlich optimal, weil da dreht sich die Heizung auf, dreht sich die Heizung wieder ab, stellt sich die Stufen ein, kennst das Regulieren, für das ist es auf jeden Fall geeignet. So, von der Akkuleistung her, habe ich noch daheim gehabt, diesen Akku, ich blende ihn euch ein irgendwo.
Der hat 10.000 mAh, 37 Wattstunden, bla bla bla. Wie gesagt, ich war gestern so circa 2 Stunden am Platz damit und nachher war noch ein Viertel vom Akku laut dieser Anzeige drinnen. Das heißt, ich schätze so, dass man so 2,5, maximal 3 Stunden vielleicht, wenn man nicht ganz aushält, eben mit diesem 10.000 mAh Akku gut durchkommt. Wird sich für eine normale Parcoursrunde ausgehen, eventuell natürlich irgendwo einen zweiten Akku oder so, kann man relativ easy einstecken, beziehungsweise die Tasche ist recht geräumig. Das heißt, einen zweiten so einen Akku würde ich noch dazu bringen und dann kann man sagen, ja, 5-6 Stunden auf der höchsten Stufe kann man sicher durchheizen. Wie gesagt, ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob das wirklich so die letzte Lösung ist fürs Bogenschießen im Winter. Super wäre es, weil geleemäßig und habe dann einfach da meinen Bewegungsfreiraum, was ich will. Das liegt da halbwegs an. Das wäre natürlich klasse. Wenn ihr Erfahrungen habt mit Heizwesten, Heizjacken, schreibt mir vielleicht in die Kommentare, was ihr da so verwendet, mit was ihr zufrieden seid. Wie gesagt, ich bin da einmal gestanden wie die Kuh vom zugemachten Tor, wie man sagt, weil noch nie mit Heizwesten auseinandergesetzt. Ich kenne jetzt da keine bekannten Hersteller, die bekannt wären, dass sie gute Heizjacken bauen. Ich bin jetzt auch nicht so der Autotyp, der sich viel mit sowas auseinandersetzt. Also bin schon gern draußen, aber jetzt eben kein so ein Survival-Haber oder so. Also schreibt mir vielleicht in die Kommentare, mit was ihr zufrieden seid, was euch da taugt. Ja, und dann wünsche ich euch schon wieder all ins Gold, all ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut. Bis bald.